Einfach Kreativecke Folge 200 kreative Fragen. Das ist schon crazy. Auf YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Einfach mal vielen Dank für über 26.000 Abonnenten. Herzlich willkommen zu diesem neuen Hashtag kreative Fragen. Wer von euch hat auch Hashtag kreative Fragen vermisst? Ich versuche das Hashtag kreative Fragen jetzt regelmäßig für euch rauszuhauen. Wo ist Hashtag kreative Fragen? Ja, das Internet, das ist schon so eine richtig tolle Sache. The Internet gave us a whole world of exciting new possibilities. Was ist das denn? 200 Folgen kreative Fragen. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Und angefangen hat alles damit. Hallo liebe Leute hier auf YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Einfach mal vielen Dank für über 26.000 Abonnenten. Die 20.000 waren ja schon so eine magische Zahl. Und wenn man als YouTuber immer dazu angehalten wird, ein sogenanntes Special zu machen, muss man ja irgendwas bringen. Und deshalb habe ich mir überlegt, ein Frage-Antwort-Video aufzunehmen. Als ich am 10.09.2017 diese erste Folge veröffentlicht habe, hätte ich nie gedacht, dass ich auf YouTube jemals ein Format haben werde, das jede Woche eigentlich wie eine Wochenshow so konsequent weitergeführt wird. Aber Fun Fact, damals hieß es noch nicht mal kreative Fragen, sondern in der ersten Folge habe ich es noch Frag-Kreativecke genannt, bis dann der Vorschlag für die zweite Folge gekommen ist. Hallo liebe Leute hier auf YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Hashtag kreative Fragen. Ich habe zwar das letzte Mal Hashtag Frag Kreativecke gesagt, aber der Fretzi hat den neuen Hashtag kreative Fragen vorgeschlagen und irgendwie finde ich den verdammt cool. Und ja, wegen diesem Zuschauer heißt das tatsächlich kreative Fragen. Das ist schon krass so. Am Anfang war das noch gar kein Format, das ich wöchentlich gepostet habe, sondern irgendwie nur alle paar Wochen. Die Idee dahinter war eigentlich auch ganz offen und ehrlich gestanden, erstmal Content für euch zu haben, auch wenn ich mal nichts zum Testen hier hatte. Ich wollte euch einfach regelmäßig Videos bieten. Aber ihr wolltet, dass diese Frage-Antwort-Show regelmäßig kommt und deshalb habe ich mir da anfänglich auch deutlich mehr noch überlegt, als nur ein paar Fragen zu beantworten. Damals hatten wir zum Beispiel noch eine Kategorie, die sich Setup der Woche genannt hat und da waren schon wirklich viele Systeme dabei. Dass sich dann der Freitag als Upload-Tag für dieses Format etabliert hat, das ist irgendwie auch auf eurem Mist gewachsen. In der letzten Folge haben ganze 61% für den Freitag abgestimmt und nun benennen wir den Freitag einfach um in Hashtag kreative Fragentag. Und ich glaube, eine Sache hört man aus diesen alten Videos raus. Dass jede Woche so viele Leute bei mir zusehen, das war zu der Zeit neu für mich. Und ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber irgendwie ist das auch eine Rolle, in die man reinschlüpfen und reinwachsen muss. Ich hatte ganz am Anfang noch nicht dieses Selbstbewusstsein, aber irgendwie wollte ich gleichzeitig auch so sein, wie ich privat bin. Denn eigentlich habe ich ungemein viel Humor, auch wenn der stellenweise, sagen wir einfach mal, total cringe ist. Und deshalb bin ich auch rausgegangen das ist wahr. Rolle vom steifen Dude, der Dinge testet und Fragen beantwortet und habe gedacht, warum Technik nicht mit ein bisschen Unterhaltung verbinden? Ja, und was soll ich sagen? Schauen wir doch mal in ein paar cringe Dinge rein, die da Oh Gott. Hashtag kreative Fragentag. An diesem Tag leuchten alle Ampeln in RGB-Farben und alle Toaster verkokeln eure Toasts zumindest mit mehr FPS. Die Sonne scheint. Das heißt für uns endlich wieder in Badehose zocken. Toaster werden im Wasserkocher verbrannt und eure Fragen werden beantwortet. Wisst ihr Leute, der Mensch ist schon ein ungewöhnliches Wesen. Er erfindet immer neue Dinge, die unser Leben leichter machen sollen. Und der Craigs fragt mich hier, Statement zum RGB-HDMI-Kabel? Und ich habe es nicht für möglich gehalten, aber sie haben wirklich ein RGB-beleuchtetes HDMI-Kabel rausgebracht. Ist ein Shakun-Lüfter auch ein Instrument? Testen wir das doch gerade mal. Oh Mann. Was ist mit ihm? Man muss sich also um eine gute Kühlung kümmern. Und da gibt es auch verschiedene Lüfter und Lüftergrößen. Und die Wasserkühlung habe ich auch. Was hältst du von diesem RGB-Gehäuselüfter? Ja, und dieser Gehäuselüfter hat keine 120 oder vielleicht 140 mm. Ist das der große Corsair-Lüfter? 500 mm! Ja, moin. Corsair dachte sich einfach mal so, wir bringen unseren LL-Lüfter nochmal in 500 mm raus für die optimale Kühlleistung. Fest steht auf jeden Fall, das ist die Next-Level-Kühlung. Ich hätte auch gerne so ein Ding. Und das Beste ist, ich kämpfe nicht alleine an der RGB. Bismusfront. Denn seitdem ich dem Held der Steine einen neuen PC gebaut habe, dürfen wir endlich ein neues, großartiges Mitglied begrüßen. Deshalb habe ich ihn gefragt, was ihn denn so am RGBismus fasziniert. Und seine Antwort war: Welt, der RGBismus löst alle Probleme. Ehemals duster Ecken im Büro werden zu Festungen des Glitzerns. Es wird wunderbar. Das Leben verbessert sich auf allen Ebenen. Unendliche Power steht bereit. Großartig.
sensationell. Und immer, falls ein düsterer Gedanke am Horizont irgendwo wartet, wird er einfach weggeglitzert. Es kann nicht besser werden. Leute, wisst ihr, warum ich Twitter so liebe? Oh Mann. Weil ihr mir da die wirklich wichtigen Fragen des Lebens stellt. PRM Mimix fragt nämlich, warum ist die Banane krumm? Und es gibt dafür eine wissenschaftliche Erklärung, denn wir haben alle einen genetischen Vorfahren, den Einzeller. Und ja, ich weiß, es gibt auch Leute, die sind genetisch beim Einzeller stehen geblieben. Aber es ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen. Der Front einfach. Der Front einfach. Dass wir genetisch gesehen zur Hälfte Bananen sind. Die amerikanische Raumsonde SOHO hat nämlich bewiesen, dass die Sonne eigentlich nur ein großer QL-Lüfter ist. Und da Bananen sich hingezogen zu RGB fühlen, wachsen sie in einer Krümmung, um der RGB-Beleuchtung näher zu sein. Und das weist erstmals nach, dass ganz wilder Take. Keine Erfindung von cringing YouTubern ist, sondern evolutionsbiologisch in uns verankert. Wie oft verknotest du dir die Zunge bei dem CPU-Gequatsche? Ja, das ist tatsächlich so, aber dafür übe ich natürlich auch. Und was jetzt kommt, ist selbst für mich cringe. TDP, PPT und APU sind alles Begriffe der CPU. AMD fährt auf mit dem 750X. Intel verliert. Ja, das macht doch nix. Raptor Lake ist on the way. Mal in der Box, mal im Tray. Und ich sag Intel, hey, gönn mal CPU für mein neues Review. Yo, yo. Oh und Gott. Haben hier ein Format oh für YouTube. Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist mit dir, Daniel? Was ist... Typ überlegt, ein Format, ich, das du... Ich frage mich gerade, ob ich noch für dich arbeiten möchte. Oh Mann, ey. Scheiße. Was Seven vs. Wild übertreffen wird. Ein Format, das, ich verspreche es euch, euer komplettes Leben auf den Kopf stellen wird. Das euch nicht nur unterhalten wird, ach, sondern auch das Scheiße, Wissen geben wird, Mann, was ihr in keinem Studium lernt. Und das Roman aka der Bauer als Protagonisten haben wird. Leute, ich präsentiere euch Der Bauer sucht Frau. Und ja, ich gebe es ja offen und ehrlich zu, manches davon war schon ungemein cringe. Aber irgendwann habt ihr dann auch mit solchen Dingen angefangen. Also nicht nur ich war cringe. Gebot 1, du sollst keine Apple-Produkte. Ja, Gebote, oh mein Gott, und die ganzen Gedichte. Gebot 2, mehr RGB gleich mehr FPS. Gebot 3, du sollst die RGB-Stripes ehren wie deine eigenen RGB-Lüfter. Gebot 4, Gaming-PCs werden immer selbst gebaut oder bei Dubaro gekauft. 6 minus 7 plus 1 minus 2 plus 8 gleich 6. Suppen hat auch 6 Buchstaben. Damit will ich sagen, dass Aldi mehr Suppen anbieten will und so mehr Gaming-PCs von Medion mit einem bescheuerten Namen what kaufen the und so die fuck? Identität der Illuminaten beschützen und somit können die Illuminaten die Weltherrschaft an sich reißen. Hiermit haben wir den unbestreitbaren Beweis, High-End-Gaming-PC-System Medion Eraser X67128 ist Illuminati confirmed. Vater Daniel im Himmel, geheiligt werde dein TS-Rang. Dein Win komme, deine KD steige. Wie in Fortnite, so in PUBG. Unser täglich Video gib uns heute und vergib uns unsere RGB-Sünden, wie auch wir vergeben den Noobs. Und das, uns nicht das Schlimme ist Mining, einfach, sondern erlöse uns. Das Schlimme ist einfach, dass Daniel halt auch privat 1:1 so cringe ist. Das ist halt legit so funny an der ganzen Sache. Weil ich kenne Daniel jetzt auch privat und das ist halt so funny, dass er einfach 1:1 genauso wie in seinen Videos ist. Und der hat manchmal so einen stumpfen Humor, ne? Von dem Microsoft Store. Denn dein ist der Kanal und die RGB-Bibel in Ewigkeit. Leuchtet rot, grün und blau. Ist doch viel besser als ein PC, bloß in grau. Stopp. Die Passage muss ich nochmal verbessern. Es leuchtet rot, grün und blau. Ist doch viel besser als eine nackte Frau. Indem ich Kreativeckes Videos schaue. Oft frage ich mich dabei, was jemand denkt, der zum ersten Mal ein Video von mir schaut. Aber letzten Endes spielt es auch keine Rolle. Das Format bietet nämlich nicht nur Brain Dead Content, sondern auch eine gewisse Form von genau. Aufklärung. Denn ich weiß, dass hier auf der einen Seite Leute zuschauen, die sich wirklich verdammt gut mit Hardware auskennen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch wiederum sehr viele Leute, die sich vielleicht informieren wollen, weil sie sich das erste Mal einen Gaming-PC kaufen. Das ist halt wirklich so. Also ich sehe das ja auch in den DMs auf Instagram bei Daniel, dass da super viele Enthusiasten sind, die sich, ich denke, auch weitaus besser als Daniel mit Hardware auskennen. Aber auch super viele Neulinge, die irgendwie von Konsole auf PC umsteigen wollen. Oder gerade Leute, die ihren ersten PC vielleicht bauen wollen. Das ist halt so wild, dass da so eine Mixtur an Leuten sind. Das sieht man auch auf dem Discord von Daniel.
Das ist wild. Also ein wilder Mix. Und das macht es gerade so interessant. Und alle sind irgendwie ein bisschen cringe. Und leider gibt es im Internet so viele schlechte Gaming-PCs, dass man eigentlich in jeder Folge einen Gaming-PC auseinandernehmen könnte. Es geht aber auch um andere Dinge, Dinge, die in der Hardware-Welt allgemein passieren und daneben natürlich auch viele von euren Fragen, die für euch und für sehr viele andere Leute wichtig sind. Fragen, die vielleicht auch in dem einen oder anderen Review noch nicht ausreichend beantwortet wurden und das jetzt schon seit 200 Folgen. Ehrlich jetzt, ich hätte nie und nimmer geglaubt, dass dieses Format jemals 200 Folgen haben könnte. Weil am Ende des Tages ist es eigentlich auch nur ein Frage-Antwort-Format, wie es auf YouTube 2015, glaube ich, jeder YouTuber hatte. Andererseits ist es aber auch irgendwie anders als diese Art von Formaten. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das möchte ich gar nicht beurteilen. Ich weiß nur, ich habe verdammt viel Spaß, jeden Freitag für euch so eine Folge rauszuhauen und könnte mir meinen YouTube-Kanal auch nicht mehr ohne kreative Fragen vorstellen. Kreative Fragen. Ohne euch wäre kreative Fragen aber auch wiederum nicht das, was es ist. Denn erst die Fragen machen ja den Content und deshalb gehört es sich bei so einem Jubiläum auch natürlich, dass ihr etwas bekommt. Und das, worüber sich hier, glaube ich, jeder freut, ist eine Grafikkarte. Deshalb habe ich mich kurzum dazu entschlossen, die RX 6900 XT, die ich am Montag nochmal re-reviewed habe, an einen von euch zu verlosen. Wenn ihr jetzt also eine sehr starke Grafikkarte braucht und das ist die 6900 XT immer noch, dann schmeckt. Macht doch einfach mit. Das Ganze habe ich mal wieder über Geed arrangiert. Ihr kennt die Plattform. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall den Link abchecken, der unter dem Video hier kommt. Da kommen wir zum Beinahe-Video und dann auch zum Giveaway. 6900 XT ist fett. Damit könnt ihr nochmal ein extra los sammeln. Richtig fett. In 4 Wochen wird dann per Zufall ein Gewinner ermittelt und über Geed bekannt gegeben. Und dann gibt es noch ganz explizit einen Zuschauer, dem ich was zurückgeben will. Dieses Format heißt Kreative Fragen, weil der Fretzi vor fast 5 Jahren vorgeschlagen hat, dass wir das so nennen. Und deshalb, lieber Fretzi, ich habe für dich eine Überraschung. Ich habe auch schon auf den Kommentar, den du da damals geschrieben hast, geantwortet und dir eine E-Mail Adresse gesagt. Und da fände ich es total cool, wenn du dich melden würdest. Und jetzt habe ich noch was Cooles für alle, denn was wäre eine kreative Frage ohne Werbung für meine Freitagsangebote? Für diesen Freitag haben wir aber was ganz Besonderes. Und zwar einen Gaming-PC, der über 150 Euro günstiger ist als selber bauen. Und einen Preis, der wirklich um 300 Euro reduziert ist, mit einer neuen Raptor Lake CPU, mit einer RTX 3080 und allem, was das ist geil. Ein richtig geiles System einfach. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und an der Stelle bleiben mir eigentlich nur noch 2 Dinge zu sagen. Erstens, danke. Danke an euch, denn ohne euch gäbe es dieses Format hier einfach nicht. Das ist ein Format, was ich nicht mache, sondern wir zusammen. Und zweitens, hoffentlich auf die nächsten 200 Folgen. Ihr wisst, was ich dafür brauche, nämlich Fragen mit dem Hashtag kreative Fragen. Ich weiß, das klingt total nach diesem typischen YouTuber-Spruch, den YouTuber an seine Community macht, aber ich will es trotzdem mal sagen. Ihr seid eine ganz besondere Community. Und das ist einfach total schön, deshalb nochmal danke an jeden, der sich jeden Freitag hier diesen Cringe antut. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördliche Richtung. Schaut gerne bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao. Oh, mega schönes Video. Mega, mega schönes Video. Hallo, liebe Leute. Mega, mega cool. Toller Recap. Also wirklich cooles Video. Checkt mal das Originalvideo auf jeden Fall aus. Finde ich mega geil.